Ein wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Let's Play Live Show, 100. Folge! Yeah! Erstmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Dankeschön an alle. Ja, und Überraschung, 24-Stunden-Stream, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, 24 Stunden. Von genau jetzt Punkt 8 Uhr bis morgen Sonntag 8 Uhr. Ja, Reflex Power nonstop. Wir fangen natürlich an mit Resident Evil. Wir haben ja gestern gespielt, wir spielen heute weiter. Das heißt natürlich auch durch. Ich werde auch in dem 24-Stunden-Marathon auch längere Pausen haben. Das heißt, es wird auch mal eine halbe Stunde oder mal eine Stunde Pause geben. Und ich werde auch mal die Position wechseln. Das heißt, weil ich muss ja sowieso das Spiel wechseln. Ich werde alle Schalter und alle Hebel betätigen, dass der Stream beim nächsten Spiel dann auch wieder läuft. Und werde dann die Position wechseln, so dass ich dann quasi auf dem Sofa mal sitze, mal so ein bisschen, weil man braucht ja auch ein bisschen Bewegung. Und da muss ich dann halt ein bisschen umbauen. Nicht wundern, wenn es dann ein bisschen länger dauert. Auf jeden Fall 24 Stunden. Ja, und ich würde sagen, wir legen los mit Resident Evil. Ich werde ein wenig das Licht dimmen. Oh. So, wo waren wir denn? Ja, Laden. Laden 8. So. Und munter arbeiten, Fragezeichen. Okay. Jo. 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 Und Prost zusammen natürlich. So. Ciao. Ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich weiß gar nicht mehr. Was hatten wir denn alles? Wir hatten noch ein paar Räume, die wir noch untersuchen müssen, und wir haben den Rüstungsschlüssel. Wir haben die Flinte geholt. Wir werden einfach mal... Das ist super, Klangfassbar. Das ist super. So. Ich schau mal eben, genau, wir haben einen blauen Edelstein. Wir müssen ja noch in den... Ach ja, stimmt. Wir müssen noch zum Garten, glaube ich, ne? Draußen, wo der Hund war. Da werden wir jetzt mal als nächstes hingehen. Und schauen mal, wo wir da hinkommen. Das wird geil, ja. Jetzt muss ich nur kurz schauen, wie wir in den Garten kommen. Das heißt, wir müssen da hinten hin. Das heißt, einmal rüber. Treppe hoch. Lohnt sich das Spiel? Habt einen Test gesehen mit einer 62er-Welle. Gut, das kommt immer drauf an. Hallo, gratuliere zur 100. Folge. Dankeschön. Ja, das Problem ist einfach, du musst dich halt drauf einlassen oder, ich sag mal so, ein Fan von Resident Evil sein. Und du musst dich halt drauf einlassen, wie es früher zu spielen war, halt mit den festen Kameras. Frank? Frank liegt immer noch da rum. Seit gestern. Und, wie gesagt, man muss sich halt drauf einlassen, auch mit den Rätseln, dass sie halt nicht einfach sind und so. Und das ist natürlich... Es ist natürlich irgendwie, ne? So, im Übrigen könnt ihr, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, bevor wir jetzt hier weiterspielen, ihr könnt jetzt gerade, ist der Vote gestartet, und zwar in der Let's Play Live Show Gruppe ist ein Vote gestartet, was wir alles noch spielen werden, ja. Ich habe mal so ein paar Spiele hinzugefügt, da könnt ihr auf der Facebook-Seite der Let's Play Live Show einfach mal voten, was ihr da sehen möchtet als nächstes, was wir als nächstes nach Resident Evil spielen. Ja, so ein bisschen so auch interaktiv heute das Ganze. So, dann schauen wir mal, wie kommen wir denn in den Garten? In den Garten Eden. Der ist oben, ne? Huch. Ja, ich freue mich auch schon, die ganzen Videos zusammen runterzuladen und zu bearbeiten. Das wird auch noch eine Menge Arbeit. Aber das werde ich dann im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich dann tun. Glaube ich jetzt richtig? Ne, der Garten ist unten. Scheiße, fuck. Aber ich kann einmal rumlaufen. Das ist nicht so schlimm. Und ich habe die Flinte dabei. Das ist super. Pow! So. Hi, Howdy, ich grüße dich. Oh, lange nicht gesehen. Schön, dass du eingeschaltet hast zur Let's Play Live Show. Und zur 100. Folge LPLS. Ja. Ach, da unten kommen wir ja gar nicht weiter, ne? Das heißt, ich muss doch in die andere Richtung. Naja, soll uns ja nicht stören.
Habe eben erst eingeschaltet und herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Ja, natürlich mache ich, ja, wenn ich sage 100, wenn ich sage 24 Stunden, dann meine ich auch 24 Stunden. Von gerade 8 Uhr angefangen bis mal morgen 8 Uhr geht's rund. Wie gesagt, auf der Facebook-Seite der Let's Play Live Show könnt ihr dann voten, was für ein Spiel als nächstes kommt. Was das jetzt für eine Leitung, Upload? Ich habe eine 4, ja, 4. 4 bis 5, ja. 4 bis 5 Mbit-Leitung. Upload. Das heißt, es geht eigentlich relativ, also der Upload geht eigentlich relativ schnell. Also ich brauche im Schnitt so für 200 bis 300 MB. Was sind das vielleicht? Lass das mal 4 bis 5 Minuten sein im Schnitt. Ach ja, Harry. Harry ist immer noch da. Hey, Harry. Harry. Hallo. So, Adrock, Glückwunsch zu 100. Ganz stark, Dankeschön. Danke für die Glückwünsche. Ihr seid super, ich. Ehrlich, ich bin froh, dass ihr alle da seid. Ach du Kacke. Ich würde an deiner Stelle voll einschlafen. Schauen wir mal. Es wird, denke ich mal, im Stream wahrscheinlich auch mal so werden, dass es vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird, auch um mich so und so. Dass, was zum Einjährigen auch ein 24-Stunden-Stream macht. Ah, nein, was mache ich? Geh weg! Aua! Geh weg! Mann, der soll weggehen! Du stinkst! Ah. Fuck, wo muss ich denn hin? Ja, doch, da lang ist richtig. Oh Gott, die habe ich ganz vergessen, dass die ja noch da rumgammeln. Zur 100. Folge muss. Ist ja Outlast, fast Pflichtflex. Ja, das habe ich ganz vergessen, das muss ich noch. Das muss ich noch hinzufügen, stimmt, beim Voting. Outlast kommt natürlich heute auch. Ich würde sagen, damit machen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Würde ich sagen, sogar nach Resident Evil. Das ist eine gute Idee. Das habe ich voll verpeilt. Da sieht ihr mal, wie verpeilt ich bin. Kann ich da noch einen weiteren. Kann ich das noch bearbeiten? Beitrag löschen? Nee, kann ich gar nicht. Okay, Outlast. Out last zählt dazu. So, muss ich noch eben hinzufügen. So, also weiter geht's. Hier waren wir ja auch noch stehen, wir haben noch nichts. Genau, ist ja erstmal ein bisschen Zeit. So, wie war das denn jetzt hier nochmal? Die Tür ist verschlossen. Okay, hier können wir gar nichts machen. Und wir müssen natürlich auch noch in den einen Raum, wo der Schlüssel lag, dieser kleine popelige Schlüssel, womit wir so kleine Schlösser knacken können. So. Hallo Lightboard. Okay, es funktioniert also schon mal. Der. Die, hatten wir die Tür schon offen? Ne, die haben wir noch. Oh. Ja, Schlüssel ablegen, brauchen wir nicht mehr. Okay, in der Tür waren wir noch nicht drin. Das stimmt, Klangkasper. Gut, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich hab das. Das Bild eines Waisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Drücken? Nee, lassen wir mal. Ach, dieses Rätsel. Ach, mit den Farben. Ja, das war ja auch noch. Ist alles verdrängt. Ich habe es vergessen, was da war. Oh Gott, wie ging das denn nochmal? Passiert da was, wenn ich das drücke? Aha. Das Bild des Helden hat sich grün gefärbt. Okay. Und morgen Mittag GTA. Genau, damit ich rächen kann. Ja, sicher. So. Ach, ich drück die einfach mal. Schauen wir mal, was da passiert. Hier ist auch noch ein Schalter. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir da nochmal weiterkamen mit dem Rätsel. Ihr könnt mir da sicherlich helfen. Aha. Schauen wir mal. Okay. Können wir nochmal drücken? Aha.
Da musst du einfach alle drei drücken. Alter, sind vier, aber das sind vier Bilder, ne? Nicht drei, das sind vier Bilder. Ach nee, hier ist auch noch eins. Das sind insgesamt sechs. Hä? Schau mal eben, was da so hoch. Ah, jetzt sind die. Okay. Gnadenlos abgeknallt. Pfiff. Das stimmt doch gar nicht. So gnadenlos war es doch gar nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, was ich hier gerade tue. Denn. Das ist aber ein schweres Rätsel. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das nochmal ging. Okay. Hallo, ich möchte den Knopf drücken. Schau mal an dem Bild, wo die Frau ist. Okay, schauen wir mal. Da habe ich noch gar nicht geguckt. Du wolltest doch erlöst werden. Ja, da gebe ich Konsumrecht. Ah, okay. Armreif. Moment. Just a moment. Wo hab ich's? Kleinen Moment bitte. Wir haben ja heute die Zeit. Ich laufe mal ein bisschen weg. So. Just a moment. Wir haben ja da heute die Zeit. Heute ist ja, mein Gott, ach, es ist noch jede Menge Zeit. Ich werde mir mal einen Stift nehmen. Wenn wir das mal aufschreiben. Halskette. Also, hier. Kopf, bitte. Kopf. Kopf. Ich schreibe auch Kopf mit K-O-P-P. K-O-P-P, natürlich. Grün. Dann haben wir Halskette. Ist lila. Und Armreif, Arm ist orange oder rot? Orange, rot. Machen wir mal so. So. So, dann schauen wir mal. Ich habe mir das jetzt mal notiert. So, also. Ja. Wenn es ein Schalter, da muss man drücken. Uah! Uah! Geh weg! Okay, den hätte ich vielleicht noch nicht drücken sollen, den Schalter. Er ja, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja den Raum einmal neu starten von so an. So, dann gehen wir nochmal da rein. So, Kopf war grün. Das war, glaube ich, der. War das der Typ am Anfang? Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen. So, was hatte der? Der hatte das Bild eines Helden mit einem Armband. So, da müssen wir. Armband war rot oder orange. Okay, das haben wir. Das Bild war mit einer Halskette. Halskette war lila. Das ist rot. Ach, ausmachen, weil von der anderen Seite ist, glaube ich, lila. Ja. Was haben wir hier? Machen wir anders. Nee, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Machen wir erstmal die Halskette, dass ich das nicht vergesse. So. Ja, ich möchte es genau lila färben. So, und jetzt müssen wir noch vorne den Kopf. Kopf war grün. War das von hier aus grün? Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur die andere Seite gucken, ob das nicht das ausgeschaltet. Ja, wunderbar. Das müsste jetzt eigentlich stimmen. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Ansonsten jagen uns die Krähen jetzt wieder. Hey, cool. Ah, guck mal einen an. Jetzt kommen wir nach draußen. Was haben wir hier? Ah, die letzte Maske. Geil. Ob ich das so geil finde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dafür hätten wir den Schlüssel gut gebrauchen können. Ist ja egal, dann rennen wir halt einmal außen rum. Gut, dafür wäre jetzt der alte Schlüssel gewesen, den der im Schrank da hatte, der eine Typ. Hey, cool, wie gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Das ist ein guter Einfall. So, wie gesagt, auf Facebook halt der Vote, der läuft dann noch, mit welchem Spiel wir weitermachen. Ich würde aber sagen, Outlast, glaube ich, danach.
So, jetzt muss ich mal schauen. Wir müssen jetzt wieder in den Garten quasi rein. Da hätten wir jetzt nämlich direkt in den Garten gehen können. Ach, jetzt kommen die zwei Ochsen wieder, ne? Nein, fuck, da will ich gar nicht lang. Nein, 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 nein. Painkiller, hi! Du bist echt klasse. Ich mag dich und gratuliere dir zur 100. LPDS-Folge. Freue mich, dabei zu sein. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank für die Gratulation. Dankeschön. Und vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Das ist supi. So. Schauen wir mal, eben wer alles da ist. Mein Gott. Wahnsinn, wer alles da ist. Unglaublich. So, ich werde mal speichern. Weil dann brauchen wir das nicht nochmal machen, falls wir drauf gehen sollten. Und Prost zusammen. Nicht wundern, dass ich heute mal ein bisschen was anderes zu mir nehme. Ja. Weil 24 Stunden, das, ja. Ne? Brauche ich ja nicht zu sagen. So, speichern. Wie nehme ich denn nochmal? Ich glaube, ich nehme vorsichtshalber nochmal so ein. Haben wir kein Erste-Hilfe-Spray dabei? Nun, Erste-Hilfe-Kasten. Ja gut, lassen wir den da drin. Speichern wir nochmal. Das Outlast-Video, was du heute hochgeladen hast, geil. Ja, Problem ist nur, es wird nach einer Zeit, wird es asynchron. Das ist leider das Problem. Deswegen muss ich das Ganze nochmal bearbeiten und nochmal neu hochladen. Das ist mir erst aufgefallen oder beziehungsweise ein netter Zuschauer, ein netter Abonnent hatte mir das geschrieben, auch unter dem Video, dass es asynchron wird nach einer Zeit, ja, dass die Tonspur sich so ein bisschen verschiebt. So, ich würde sagen, wir gehen dann mal in den Garten und setzen mal die letzte Maske ein und ich will gar nicht wissen, was da in dem Sarg ist, bin ich ganz ehrlich. Ich will es gar nicht wissen. So. Dann schauen wir mal. Gehe ich jetzt richtig? Ich glaube ja. So. Genau, hier runter. Mein Gott, wie viel wir gestern schon. Wir haben schon gestern 5 Stunden. Im Übrigen bin ich permanent, oder was heißt permanent? Habe ich heute schon ein paar Folgen zusammengeschnitten von gestern. Die werden natürlich auch auf YouTube landen. So als kleines Let's Play. So, So, genau, hier müssen wir hin. So. Schauen wir mal. So. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Oh mein Gott, ich will ich das wissen? Ich weiß es nicht. Es gab mal auf dem PC damals ein Spiel, was ich sehr gerne gespielt habe. Das hieß Zork Nemesis. Das war ein sehr, sehr geiles Rätselspiel. Ja. Huch, was ist das denn? Was? Nein! 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 Uah, aua! Ah, geh weg! Uah, geh weg! Uah! Aua! Die sterben! Scheiße. Oh, ist er tot? Oh, Gott sei Dank. Meine Güte. Wie gut, dass hier Muni lag, die wir nicht gebraucht haben. Aber wir sind ganz schön angeschlagen. Ja, das brauchen sie jetzt nicht. Ich möchte es aber gerne kombinieren mit der Flinte. Liegt da was drin? Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt mitnehmen? Ach, das ist okay, alles klar. Hinterlassenschaften habe ich gerade erhalten.
Jetzt werde ich aber trotzdem erstmal wieder in den Safe-Raum gehen, um mich ein wenig zu verarzten. Ich hoffe, ich kann das Medipack benutzen. Puh. Was ein ekelhafter Zombie. Was ein ekelhafter Zombie. La 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 la. Und dann na, speichern wir nochmal, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, wäre, glaube ich, am besten, wenn wir nochmal speichern würden. Weil sicher ist sicher. Und dann brauchen wir das Ganze nicht nochmal machen. Von wo kam ich denn jetzt? War das, ist das richtig? Ja, ist richtig. Da kommt uns keiner entgegen. Und da haben wir unsere Ruhe. Bin aber überlegen, ob wir nochmal in die Küche gehen und das Magazin und sowas holen, was da noch rumliegt. Vielleicht. Hallo? So. Dann schauen wir mal. Speichern. Sesam, öffne dich. Nein, sag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das benutzen kann. Das brauchen Sie jetzt nicht. Dann machen wir das anders. Speichern eben auf die Schnelle. Und werden uns dann. Ich weiß, dass an der einen Treppe noch eine Pflanze lag. Eine Pflanze. Immer diese Pflanzen, die es einem gut tun. Wo wir dann uns ein wenig heilen können. Hi Philipp, ich grüße dich. Sprechen Sie Englisch? A little bit English. But my English is not very good. My German is not much better. Ich weiß, ich mache den Witz jetzt schon seit fast 100 Folgen, aber der ist immer noch gut. Komm, komm, der ist immer noch gut, ja. I hope you enjoy the show. So, jetzt muss ich schauen, wo die Treppe ist. The stairs. Wo war denn diese Treppe mit den Krähen? Ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. La, la, la. Was war denn hier nochmal drin? Was war hier drin? Ich schaue nochmal, vielleicht finden wir ja hier auch irgendwie Lebensenergie. Ja, geil. Ja, nehmen. Was die Büchse vom Spray musst du prüfen, dann geht sie auf. Ach so. Ah, okay. Danke für den Tipp. Dann werde ich das nochmal. Dann werde ich das nochmal eben erledigen. Lauterbuch, Resident Evil. Ja, hallöchen, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Zur 100. Folge und zum großen Marathon. Da, 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 speichern. Stimmt, ich muss ja danach gucken. Da ist ja dieses Spray drin. Danke, Angel Rock. Echt super. Hey, das macht voll Spaß mit euch. Juhu. Wie immer. Ist voll geil. Dum, 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 dum. So. So, da wären wir wieder. Dann werde ich nochmal eben den Erste-Hilfe-Koffer nochmal eben überprüfen. Stimmt, das war ja früher so. Man musste das ja immer erst prüfen und sich angucken und dann, ja. Hä? Ah, okay. Yay! Ein Erste-Hilfe-Spray. Juhu. Das werde ich mal trotzdem in der Tasche behalten. Hab heute schon 12 Stunden hinter mir. Oh, okay, cool. Bin total platt. Das glaube ich dir. Was spielst du als nächstes?
Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, auf Facebook gibt es ein Vote. In der Let's Play Live Show Gruppe. Auf Facebook könnt ihr voten. Outlast zählt übrigens auch dazu. Habe ich nur vergessen, dazu zu schreiben. Kleinkasper hat mich dran erinnert. So, dann müssen wir jetzt quasi wieder zum Garten. Weil wir haben ja jetzt das Medaillon. Oder das Emblem von Umbrella. Was wir da einsetzen können. Normalerweise müsste ich den Weg eigentlich jetzt aus dem Kopf. Ich greife da ganz schön weit. Ja, voraus. Als ob ich das wüsste. Ich weiß jetzt schon, dass ich nochmal auf die Karte gucken muss. Das, ja, so wie. Denn wir müssen nämlich nach unten. So. Wir müssen ja wieder an Harry vorbei. Harry. Dum, 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 dum. Hallo und Glückwunsch zur 100. Folge. Danke, Teddy. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Vielen, vielen Dank. 12 Stunden am Stück schon heftig. Ja, das. Ich kenne das ja. Bin zwar schon seit 7 Uhr munter, aber ziehe dann 24-Stunden-Stream mit durch. Das ist supi. Bin ich nicht ganz so alleine. Ach, da werden wieder einige zwischendurch mal wieder reinkommen und so. Das, ich glaube nicht, dass es bei Null sein wird. Da werden bestimmt auch mal nachts welche gucken. Und dann morgens früh. Ich finde es lustig, morgens früh wird es wahrscheinlich. Hasta la vista, Baby. Fallum. Oh, ich habe gedacht, der greift mich nochmal an. Wo ist der? Ja, ich werde nochmal eben ganz schnell kombinieren. Dann habe ich nochmal 4 Schuss. Aber ich weiß nicht, was uns. Ich lasse ihn mal leben hier, den Bob. Wo ist der Bob? Da ist der Bob. Hi Bob. Uah. Ich verspreche nichts, bin aber auch entschuldigt. Das stimmt. Gute Besserung im Übrigen, Anakin. Dass du schnell wieder gesund wirst. 5 Uhr früh bis 5 Uhr abends. So, ab in den Garten. Da werde ich auf dich warten. Denn im Garten werde ich dir einen verbraten. Was? Nein. So, wir haben noch keine 22 Uhr, Entschuldigung. Ich glaube, damit geht auch die Tür auf. Kann das sein? Na, wer hätte das gedacht? Nachts gucken wir mal wieder, welche rein werden. Sicher noch mehr. Ja. Hey, yes. Oh, geil. Jawohl. Munition. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo wir jetzt hinkommen. Ab jetzt verlassen mich meine. Hallo? Huch. Wieso komme ich denn an das Spray nicht ran? Hä? Hallo? Ach so. Ja, mitnehmen. Smurks, hi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Sollen wir erst hier rein? Gehen erstmal hier rein. Schauen, was da ist. Rekord 50 Zuschauer bei mir. Und bei dir? Rekord? Du, was war denn unser Rekord? War das nicht 210? Nee, da möchte ich noch nicht lang gehen. Oh Gott, ab jetzt verlassen mich wirklich meine. Wir tun auch unser Bestes. Dankeschön. Wie gesagt, mich verlassen jetzt gerade hier so die. Wo wir jetzt hier überall hinkommen. Ach so, bei dem Game. Puh, ich glaube, 30 hatte ich bisher. This is Chris. This is Brad, Stars Alpha Team. Hi Chris, hi Brad. Brad, this is Chris. Brad, hier ist Pitt. Brad? Pitt? Pitt? Brad? Wie gesagt, ich glaube 30 war, glaube ich, hier gestern. Maximum. Oh Gott, und auch zwei von den Viechern. Wollte mich verarschen? Uah, gib. Uah! Hallo! Mann! Nein! Mann, lad doch. Oh.
sterben, du Dreckstöller. So. Ich kack was auf die Wauwaus jetzt gerade, Mann. Entschuldige, das ist... Oh, blaues Kraut. Blaues Kraut, bleib blaues Kraut. Ich muss mal ein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Dann sind wir wieder gesund und können auch mal hier so eine Pflanze mitnehmen. Eine Pflanze. Sicher ist sicher, weil... Und wir haben natürlich das Messer liegen lassen im Safe-Raum-Messer. Das ist ja supi. Da möchte ich aber jetzt nicht reinspringen. Ich weiß gar nicht, wo es da hingeht. Ich lasse das mal. Solange es sich mit unseren Hunden masst. Solange die Hunde mich nicht beißen, ist alles gut. Ist alles schön. Sieht aus wie ein Springbrunnen, aber es fließt kein Wasser. Was? Also wie gesagt, mich verlässt jetzt gerade meine Entsinnung oder meine Gedanken an Resident Evil. Was? Hä? Da braucht man einen Schlüssel, oder? Da ist ein quadratisches Loch. Na, ich wüsste, was ich da reinstecken würde. Na, nein, nicht, was du wieder denkst. Also, bitte. Kann ich da reingehen? Sollte ich das? Na, ich glaube, ich lasse es mal. Naja, Lea ist verfressen, aber mehr als anschnabbeln ist nicht zu befürchten. Ja gut, das ist okay, das ist okay, Kann man da, stirbt man da jetzt, wenn ich da rein? Ich laufe da jetzt einfach mal rein. Ich probiere das aus. Yay! Okay, das geht gar nicht. Finden wir hier noch was? Irgendwas Interessantes? Nö. Gut, dann müssen wir doch den anderen Weg gehen, aber wenigstens haben wir schon mal die Hunde erledigt. Dann sind die schon mal über den Jordan gegangen. Oh mein Gott. So, hier ist eine Treppe, ne? Und dann müssen wir jetzt erstmal in den Garten. In den Garten Edens. Fideralala. Oh, mich juckt's. Was steht denn auf dem Schild? Steht da was auf dem Schild? Scheint eine Art Wegweiser zu sein. Für jede Richtung wird ein Ziel angegeben. Nord, Tal der Zerstörung. Süd, Hölle des Hasses. Ost, Gipfel des Irrsinns. Und West, Weg der Rache. Ort des Irrsinns finde ich gut. Da ist ein Schalter. Drücken? Da ist ein Schalter drücken. Ich lass das mal. Ach nein. Nein. Okay, das war gerade Wesker am Walkie-Talkie. Okay. Rot und blaue Wegweiser, so wie es aussieht. Ah je. Ah je, da steht was zum Lesen, oder? Das Tor öffnet sich, wenn die Berge, die Begehren des Hundes gestillt sind. Okay, die müssen sich wahrscheinlich beide in die andere Richtung drehen. Ja, drücken. Ich glaube, das war richtig. Glaube ich zumindest. Nein. So, den anderen auch noch.
Ich hoffe mal, dass das richtig ist. Ich weiß es gar nicht. Ich probiere das jetzt. Ich würde das, glaube ich, in echt würde ich das, glaube ich, auch ausprobieren. Ist es nicht derselbe Hund? Man kann das so schlecht einsehen. Toll. Im richtigen Moment drücken. Jawohl. Bin ich doch nicht so doof, wie ich aussehe, oder? Ja. Pow. Im Real Life wäre ich schon längst vor Angst tot umgefallen. Ja, oder hätte mir schon in die Hose geschissen, schon 300 Mal. Und hätte nicht genug Unterhosen zum Wechseln dabei. Aber das ist ein anderes Thema. Das. Ich glaube, ich wäre froh, wenn ich eine Flinte in der Hand hätte. Geht's hier auch weiter? Uah. In diesen Einbuchtungen ist etwas eingraviert. Zwei vertikale Striche, ein Kreuz und drei horizontale Striche. Könnte eine Art Symbol sein. Pause-Symbol, Plus-Symbol und ein ja, Gleich-Symbol, würde ich es mal behaupten. Was ist hier? In dieser Einbuchtung steht geschrieben, wenn der Wind über die Erde weht, scheinen die Sterne am Himmel. Uah, soll weggehen! Mann! Uah! Uah! Oh, schrecklich, diese Viecher. Hätte ich ein Luftgewehr. Das war dasselbe Geräusch wie aus dem Keller, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Oh Gott, dieser Wald ist so gruselig. Hello. Da steht einer. Ich sehe es doch. Da steht einer. Wo guckst du hin? Da steht einer. Seht ihr den auch? Da steht einer. Achso, ich wollte mal gucken, wegen der Streamqualität, wie die ist. Hier heute auch super, so wie gestern. Hey yo. Ich glaube schon, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Was? Ab jetzt halte ich mir dann mal die Augen zu. Eine große Statue steht still in der Dunkelheit. Hallo? Ich will dieses Pferd gesagt, ich soll nicht spielen. Ich will das nicht spielen. Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Seit wann gibt es einen Wald bei. Da verlassen mich schon die Worte. Seit wann gibt es einen Wald bei Resident Evil? Soweit ich durch die Finger sehen kann, ist die Quali Bombe, okay? Die Qualität ist heute besser als gestern. Oh, super. Das ist Horst Peter, der da steht. Horst Peter! Horst Peter stand da im Wald. Karl der Käfer, haben Sie nicht gefragt? Sie haben ihn einfach fortgejagt. Karl. Du kannst ruhig sterben, hab nichts dagegen. Hallöchen Söckchen und willkommen zur Let's Play Live Show zur 100. Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist der Baum des Wissens. La 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 la. Huch. Ach schade. Ich dachte, ich könnte. Mein Gott. La 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 la. Ich glaube, so würde ich die ganze Zeit da rumrennen, wenn ich da wäre im Wald so. Ich versuche nur so ein bisschen meine Nervosität zu unterdrücken. Ein Haus mitten im Wald. Wer mag hier wohnen? Und Pflanzen. Das ist bestimmt der Gärtner. Der Mörder war immer der Gärtner. Lalalala. So schlimm ist das Spiel doch gar nicht. Das ist Alien viel schlimmer.
Was lässt dich jetzt wegen einer Spende zum Spiel zwingen? Ja. Der Gärtner hat aber schon lange nicht mehr hier aufgeräumt, oder? Oder meine ich das nur? Haben wir denn hier? Eine Reihe von Verbänden wurde aufgehängt. Sind diese braunen Stellen Blutflecken? Da ist eine Karte vom Innenhof. Mitnehmen? Hey, der Innenhof. Ah, okay, da hinten sind die Türen, wo wir vorhin gewesen sind, die zu waren bei den Hunden. Das in der Mitte, also in der Mitte, dieses, die große Fläche ist quasi der Platz mit dem Brunnen, wo wir gewesen sind. Okay, hier geht es anscheinend nur in so eine Treppe runter. Sie haben die Karte vom Innenhof. Das ist beruhigend. Ein primitives Bett. Darin hat wohl schon lange niemand mehr geschlafen. Und speichern. Ja, hier könnte ich speichern, aber ich habe kein Farbband mit. Das ist beruhigend. Ach, das ist der Eingang, ne? Hallo. Sind das Schlappen da auf dem Fußboden? Ich glaube schon. Hey. Ich werde bekloppt. Aber ich habe kein Farbband, ne? Scheiße, fuck. Ich werde mal eben vorsichtshalber mal die Pistole kombinieren.